Aufgen. Ey, der hat's aber nicht. Okay, jetzt. Guten Tag, Leute. Vierter Podcast. Folge mit Kavum. Obwohl, das Moin. müssten wir eigentlich nicht mehr sagen. Ist ja ein Podcast von uns beiden, ne? Ja, und ohne Tore, weil es zu faul ist. Okay, wie kann ich Training? Ich muss bei Training eigentlich das Trainingsbereich machen, ne? Also wir trainieren ein bisschen, machen dann ein paar Runden für euch nebenbei. Und diesmal versuchen wir auch zu reden und uns ein bisschen zu konzentrieren, weil. Es ist ein Spiel, wo sehr viel Konzentration mitzählt. Also, falls ihr uns nicht reden hört, dann ist es wegen der Konzentri Konst weil wir uns so sehr konzentrieren, ne? Ja. Und wie geht's? Wie ist heute dein Tag so gelaufen? Ja, halt ein bisschen einkaufen, dies, das. Oh, bei mir. Ey, weißt du, was für einen Kuchen heute bei meinem Geburtstag gab? Was denn? Einfach so ein Käsekuchen und dann gab es ja noch diesen Käsekuchen mit den Schokostückchen. Kennst du den? Ja, der ist gut. Ja, der schmeckt wirklich geil. Das waren sogar diese Kuchen, die ich mir sogar gewünscht habe. Und ich habe auch zwei Filme bekommen, ne? So zwei Filme, zwei krasse Filme. Welchen denn? Seitdem ich halt The Order gespielt habe, dieses Werwolf-Spiel, was gefühlt, keine Ahnung, 2018 oder so rauskam, ne? Bin ich so ein riesengroßer Werwolf-Fan geworden. Pass Ich auf Evelyn. weiß nicht warum, aber irgendwie wurde ich wegen dem Spiel so richtig krasser Werwolf-Fan. Ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn man sowas ist, ne? Ich meine, deswegen habe ich auch im Village gefeiert, dass es Werwölfe gibt. Aber das Ding ist, heute kamen zwei geile Sachen an meinem Geburtstag raus. Einmal hier, fuck, wie hieß das nochmal? Black Adam. Und dann kam ja noch dieses Gotham Knight raus, ne? Wo Batman leider. Oh, Neues sorry. Schlachtfeld. Ich darf euch nicht spoilern. Aber wahrscheinlich haben sich schon die Hälfte davon den Anfang angeguckt. Das heißt, ich würde die nicht spoilern, ne? Im Grunde. Lieber nicht. Ja. Ich fand nur den Anfang vom Spiel hier ein bisschen sad, ne? Also von Gotham Knights, irgendwie von Gotham Knights, als ich mir das angeguckt habe. Deshalb sollte man nur Profis anheuern. Und bald kommt auch endlich das neue Need for Speed raus, darauf freue ich mich irgendwie. Ab in mein Feld. Ich glaube, jeder Need for Speed Spieler wird sich freuen, oder? Need for Speed ist auch so ein geiles Spiel, weil ist einfach so Rennen pur mit Oh. Action. Das Witzige bei Need for Speed ist so, wenn man sich, man muss sich immer dieses schnellere Auto nehmen, ne? Ja. Und das steht immer bei Need for Speed für entweder versuchst du Auto zu fahren, ein krasseres Lamborghini Aventador, hat man ja auch in Heat gesehen, ne? Manchmal bei mir. Soldaten müssen wissen, Und wofür sie dann kämpfen. gab es ja noch dieses hier, also dieses Jahr, dieses Need for Speed. Mit den Online-Let's Play, kurzes Let's Play, was 13 Videos hat. Es wurde ja übelst gefeiert, die ersten Videos, ne? Ja. Weil ich fand die ersten Videos auch irgendwie ein bisschen gut gemacht von mir. Irgendwie fand ich fortwürdig diese Fast and the Furious. Wie fandest du eigentlich diese Videos, die ich gedreht habe? Also diese online. Mit meinem Bruder. Die waren eigentlich nicht schlecht, also. Man hat ja gesehen, was ich nachher für eine Karre hatte. Die hat mein Bruder geholt. Mein Bruder hat dafür 20 Euro auch für mich ausgegeben. Nur dafür, dass wir ein Heat-Auto kriegen. Obwohl ich dieses Auto eigentlich nicht wollte. Perfekt. Aber wenn er das macht, dann nehme ich es halt an, ne? Immer nett sein. Immer alles offen Sagen, annehmen. ey, diesen Scheiß will ich nicht. Das Witzige ist, diese Autos, die ich wegen ihnen bekommen habe, ne? Da habe ich einfach das Ende in Speedrun-Format hingekriegt. Jo. Aber ich finde ein Heat, also Heat ist ein Spiel, was man wirklich zu den besten 20. Ich glaube, das Spiel kam 2014 raus, wenn ich gerade überlege, ne? Ja. Und ich habe ja mal kurz den ersten Podcast nochmal von uns angeguckt, ne? Weil ich muss ja noch mal gucken, über was wir so geredet haben. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Ich habe doch im ersten Podcast gesagt, wir wollen irgendwann mal, ich will ja mal kurz Dings ausprobieren, also Heat.
einmal mit dir im Podcast ein Spiel testen, ne? Ja. Das heißt, ich mache dann mein Handy auf live auf Discord und dann kannst du mitgucken. Und wir benoten das Spiel eben, ne? Ja. Und ich glaube, also ich glaube, wir können das beim nächsten Game machen, was ich bald vorhab. Weil das ist so schäbig, habe ich gerade bemerkt. Und ich dachte, das wäre echt ein geiler Start für, ich glaube, in den Herbst-Winterferien kommt dann der nächste Podcast, ne? Naja. Weil dann ist wieder so viel zu tun und ja, ich glaube, das nervt eigentlich jeden, immer so viel zu tun, ne? Naja. Guten Flug. Aber die besten Spiele dieses Jahr fand ich irgendwie jetzt war Overwatch teilweise eine 5 von 10 irgendwie. Man hätte eigentlich im Grunde den ersten Teil noch lassen können, oder? Hey, bei Overwatch 2 ist das so richtig triggert. Die haben ja gesagt so, ja, Overwatch 2, was wir da machen werden, das Besondere an Overwatch 2 wird so der PvE-Modus sein, dass die so einen PvE-Modus reinbringen. Haben die nicht gemacht. Das ist einfach nur Overwatch 1 mit 3 neuen Charakteren. Ja, und ich finde das irgendwie ein bisschen 5 von 10, weil die Maps sind gefühlt auch nochmal dasselbe. Ey, geh mal auf die Bombe, ich will dich hochfliegen lassen. Die ist deine Ecke. Ach, funktioniert nicht. Oh, da funktioniert das nur bei mir. Ja, nur bei dir. Und bei Gegnern. Das wäre so richtig so... Ah ja, das wäre richtig krass, auf einmal. Ausgelöst. Aber ich finde es aber noch dämlich, dass man einfach, man hätte eigentlich Overwatch 1 lassen können, aber warum direkt denn noch ein einfach dasselbe Spiel nochmal machen? Aber bloß Teil 2 sagen, ne? Hätte man nicht im Grunde denn eigentlich den ersten Teil lassen können? Also ich meine jetzt nicht so, dass das Spiel scheiße oder so ist, aber man hätte es ein bisschen so lassen können. Also ich meine es jetzt nicht so heftig. Und... Ja. Man muss immer nett zu der Community von anderen Spielen sein, ne? Ja, aber wirklich das Spiel, also was die damit gemacht haben, ist schon eine Sache. Ja. Aber persönlich, und Leute, wir machen ja gleich für euch ein kleines bisschen Team Deathmatch, deswegen liebt ihr auch irgendwie gefühlt diese Videos, ne? Ja, natürlich. Finde ich aber immer noch dennoch witzig, warum. Einige Leute denken sich ja, die machen ja auch FIFA und so derzeit, ne? Alles? Erinnerst du dich noch? Ey, wieso macht man so viele FIFA-Spiele, wenn das eh nichts? FIFA kann... Ist einfach nur so ein Spiel. Ey, gib 3000 Euro aus, um ein gutes Team zu haben. Wenn nicht, dann verlierst du. Das Witzige in FIFA ist einfach so, das Spiel kannst du nicht durchspielen. Also warum kommen jedes Mal neue Teile raus? Was soll das bringen? Stell dir vor, du machst auch so ein Spiel online, ne? Naja. Auf einmal, 10 Sekunden später, so heißt das ja, sie haben das Spiel komplett gut durchgespielt. Ja, ist zwar online, aber ihr habt's durch. Applaus für euch. Applaus, ja, ihr habt FIFA 22 durchgespielt. Kann zwar nicht durchgehen, aber trotzdem, wir machen neues FIFA. Ja. Was einfach gefühlt dasselbe FIFA ist wie vor, keine Ahnung, 2020, ne? Ich glaube 2020 FIFA war ja noch das normale. Ich vergesse die ganze Zeit, dass wir... So. Also persönlich würdest du jetzt die Punktzahl von 1 bis 10 Overwatch geben. Welche Punktzahl wäre das? Ganz ehrlich? Overwatch 2, halt so eher so, es macht halt schon Spaß, so ist gut, aber viele Sachen, die versprochen wurden, sind nicht da und so, und es gibt viele Bugs. Ich würde sagen so eine 7 von 10. So eine gute 7, so eine gute alte 7. Ja. Dreifach-Kill. Ich finde es einfach nur geil, dass dieses Jahr kam ja sehr geile Spiele raus, oder? Ja. Abgenommen, außer ich nehme jetzt mal die Online-Spiele weg, die jetzt gekommen sind. Ne?
Nee. Aber es waren wirklich krasse Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind, wie Elden Ring. Welches war das noch? Es war ja auch noch hier Dings, dieses eine. Scheiße, wie hieß es? Also Bus-Simulator 2022 ist ja auch rausgekommen. Ey, diese Spiele sind einfach Wer die spielt Billi. das? Bus-Simulator Wer spielt? 2022. Ich kann auch gleich einfach Arbeit suchen, wo man Bus fährt und bekommt man auch Geld. Weil das Witzige ist, dieser Bus-Simulator, ich habe mal letztes Mal nachgeguckt, wie viel das hat. Das hat einfach über 2000 Spieler. Und das sind alles diese Spieler, Mann. die Busfahrer werden wollen. Oder einfach nur zum Spaß auf YouTube drehen, ne? Hey, Lass mich durch. Was siehst du, das meine ich mit Bugs, da kann ich einfach durchgehen. Das bringt aber gar nichts. Das ist ja wie bei, warte mal. Und ich habe ja letztes Mal, dieses Jahr, ganz ehrlich, kann man ja eine kleines Teaser Besprechung sagen, ne? So eine Art. Wir können ja mal gucken, ob wir den nächsten Teil von Jason vs. Kaboom Staffel 3 machen. Aber erstmal eine kleine Pause machen davon, ne? Ja. Weil wir können das ja nicht jeden Monat immer alle Teile drehen und dann direkt hochladen, ne? Du frierst aber fast gefühlt die halbe Map ein. Oder wen spielst du da? Wen bist du? Also, du bist wie. Metro. So viele Kills. Ey, wir haben beide 0 Kills. Wie kann das sein? Schlecht. Das beim Training. Ich würde mal sagen, wir reden jetzt noch ein bisschen so zwei Dinge und dann geht's los in ein paar Spiele und dann reden wir dort auch ein bisschen weiter über ein ganzes Thema, ne? Ja. Aber ich muss einfach noch mal kurz loswerden, dass dieses Spiel hat irgendwie auch ein paar Probleme geweckt, die einfach gefühlt bei alten Spielern immer noch da sind, ist mir letztes Mal aufgefallen. So wie bei Feuerfrosch, also Rikidenika, hieß das auf YouTube? Ich glaube schon. Aber bei ihnen ist das jetzt bei den alten Spielern von Overwatch ist es ja so, die spielen das Spiel zwar, aber rasten irre schnell aus irgendwie gefühlt, ne? Ja. Man muss eigentlich immer das Spaßige in einem Spiel sehen, weil das bringt sonst gar nichts irgendwie, ne? Also ich versuche gerade so nett zu sein, wie es geht. Aber persönlich, ich würde den ganzen Spielen 2022, den Online-Spielen, die rausgekommen sind, echt eine Scheißnote, Scheißbewertung geben. Außer Crown, Note. außer. Ja, ich meine damit eine Punktzahl, ne? 5 von 10 und so. Also. Würde ich aber denen eine. Tatsächlich von den ganzen Online-Spielen würde ich. Die jetzt rausgekommen sind, zum Beispiel Overwatch 2 ist ja auch dieses Jahr rausgekommen, ne? Das Witzige Ja. ist, im Play Store kostet es einfach 25 Cent. Okay. Man sieht, Ist geil. wie unbeliebt ein bisschen Overwatch auf PlayStation ist, ne? Eigentlich ist das kostenlos. Ja, ich hab's mir ja mit PS Plus geholt. Und ich verstehe nicht, warum denken sich Leute so, ja, wir machen mal alles gratis, nur weil die PS Plus haben? Wieso auch immer? Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Apaganda. Ich find's witzig, aber dieses Jahr, dass Overwatch 2 gefühlt mehr Lags hat als Warzone. Das ist einfach so komisch. Weil man hat es ja im Ja, Warzone Mann. bei mir gesehen, wie heftig das Spiel so oft gelaggt hat, ne? Auf einmal sehe ich hier so Overwatch, dann denk mir nur so, oh geil, es ist gratis. Ich teste es mal ein paar Minuten mal aus. Oh geil, direkt die ersten Lags, direkt die ersten Bugs. So, wir testen jetzt noch ein paar Charaktere aus und dann geht's ab, ne? Oder Skins, ich weiß nicht, wie die heißen. Overwatch-Schläger neben, ne? Ja, Charaktere. So, ich teste jetzt noch eine Legende aus.
Eine Legende, eine alte Legende. Kennst du diese Legende? Legende. Kennst du diese Legende von den Soldaten, der nie wiederkam? Der zum Hamster wurde? Was heißt hier, der Hamster hat Bock? Ich hab Bock. Aber worauf ich mich besonders dieses Jahr freue, ist irgendwie hier die am meisten beliebtesten Spiele, auf die ich mich dieses Jahr freue, ne? Ja. Ist aber wortwörtlich Songs of Forest, nächstes kommt ja nächstes Jahr raus. Dann kommt ja auch noch andere zwei Souls-Spiele nächstes Jahr raus, auf die freue ich mich irgendwie am meisten. Okay, bist du bereit? Bist du aufgewärmt? Ja. Okay, dann lass mal Match verlassen, falls es funktioniert. Bleibt hinter mir, Freunde! Ich habe den Feind gefunden! Kommt raus und stellt euch! Match als Gruppe verlassen, ne? Ja. Okay. So, wir sind bereit, eine Runde zu starten, aber wir lassen uns mal jetzt die Zeit ein bisschen reden, ne? Okay, such dir einen aus. Ich glaube, ich nehme Schaden. So. Lass beide Schaden machen. Ja. Und wir werden jetzt halt kein Deathmatch machen, weil das senkt uns schon wieder ab, ne? Bisschen. Ja. Über was wollen wir reden? So. Wir wollten ja über meinen Geburtstag und so reden heute, ne? Jo. Ja, was hast du eigentlich geschenkt bekommen? Geschenke? Ja, ich habe ein Pullover bekommen von Bruno Banani. Beste Pull... Oder war das Camp David? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so viel Camp David und Bruno Banani, dass ich es nicht mehr weiß. Dann habe ich ja zwei Spiele bekommen. Fast and the Furious. Könnt ihr auf YouTube sehen. Die erste Folge ist schon online. Guckt darauf, auf jeden Fall. Und aktiviert auch die Glocke. Oder? Mhm. Ja. Und... Dann habe ich auch noch Resident Evil 6 bekommen, was ich am Oktober... Ist ja ein Horrorspiel. Das passt eigentlich perfekt zu Oktober irgendwie. Also denke ich mir mal, werde ich fast am Ende diesen Monat spielen. Jo. Und ich fand es eigentlich heute ein geiler Tag, außer dass ich 3 Stunden nur geschlafen habe. Ich meine, ich bin erst um 4 Uhr ins Bett gegangen und konnte nur 3 Stunden schlafen. Das war ein angenehmer Tag. Oh, es ist anstrengend, wach zu bleiben. Und dann gab es ja noch... Aber das Witzige heute ist, als ich ja die Geschenke bekommen habe, ne? Nee. Meine Eltern so, ja, setz dich auf den Sessel. Bleib da erstmal sitzen. Bleib da erstmal sitzen. Steh nicht auf, bleib sitzen. Und warte auf deine Geschenke. Bleib sitzen. Bleib erstmal 10 Stunden sitzen, bis ich die Geschenke geholt habe. Und dann wollen die mir die Geschenke geben und dann schreien sie meinen Bruder Tyler an, obwohl er nicht mal hier ist. Ich sitze dann also ganz gechillt so, warte auf die Geschenke. Und dann denke ich mir einfach so, ah, sehr interessant, geht's irgendwann mal weiter. Aber ich find's witzig, dass irgendwie gefühlt dieser Tag mal nicht so beschissen. Jeder Geburtstag von mir war ja nur beschissen, ne? Entweder wurde ich hier zum hier arbeiten hier im Haus ein bisschen genutzt oder Geburtstag, ja, aber oder ich musste Gassi gehen. Okay, heute war es nicht so, aber ich find's aber noch scheiße, wie oft ich mich an meinen Geburtstag verletze, was heute mal nicht passiert ist. Wer weiß, ob das noch passiert, ne? Ich meine, es kann jederzeit passieren. Und ich dachte mir immer so, Fast and Furious, und falls man fragt, Fast and Furious 2020 rausgekommen, ist ein geiles Spiel. Ihr müsst das unbedingt mal testen. Heißt ja nicht spielen, einfach so 5 Minuten testen oder so, ne? Ja. Außer die Grafik, also das sieht zwar eine geile Grafik aus, ne? Aber wenn man diese Grafik von diesem Spiel testet, wie oft man die Wand rammt, weil die Empfindlichkeit auf jeder Konsole dort, ne? Wenn ich das schon so sage, ey, lass mal beide Cowboy spielen, oder? Okay. Du spielst ihn, ich spiel den. Aber ich find's noch witzig, dass an meinem Geburtstag kamen ja die beiden raus.
Shazam, Black Adam und Dings, ne? Hab ich ja gesagt? Ja. Aber das Ding ist, bei ein paar Sachen ist es auch heute nervig in Fast and the Furious. Und zwar sagen die, das ist eins der einfachsten Steuerungen. Aber wenn du driften willst, dann musst du L2 drücken. X, Viereck, welchen Knopf musst du drücken? Hä? Wo ist da die Logik? Perfekt. Komm mal hoch. Aber komm mal eine hier. Gute Logik, also. Das ist aber die Logik von anderen Leuten irgendwie, ne? Ja. Ich find's aber nur, aber ich find's immer noch krass, wie sehr man aber in Spielen investiert, damit sie wenigstens geil aussehen, ne? Dynamit. Okay, ich schmeiß Dynamit und das war der falsche Knopf. Verfallen. Okay. Wie ist das schon wieder so hoch konzentriert wie beim letzten Mal? Sniper. Hey, lass mal zurück. Auf jeden Fall. Schöner Tag heute. Ja, sehr schöner. Wir müssen uns echt mal aufhören. Wir müssen uns konzentrieren und reden. Ob wir das hinkriegen? Ja, eigentlich schon, ne? Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und was gab's bei dir zu essen? Pizza? Baguette. Ist nicht schlecht, wortwörtlich. Baguette ist geil. Ja. So, oder wie Thor der Gott XD das sagen würde, Igitt. Weil jeder isst ja gerne Rosinenbrot auch, manchmal, ne? Ja. Thor der Gott XD, seht mich, wie ich so ein Rosinenbrot esse, eher so, du isst Rosinenbrot, Der Rosinenbrot ist gesund. Pass auf, ein Bob ist da. Bob. Bob, der Baumeister ist am Start. Bob, der Baumeister. Können wir es schaffen? Ich lebe noch. Wie ist das möglich? Hast du deine Ult gleich, oder? Ja, ich hab Ult. Ich komme mal mit dir. Nee. Das war die dümmste Ult, die es gab. Mach einfach Ult, dass sie nicht nach vorne können. Ja, mach mal. Okay, das hat nichts gebracht, Ult, aber egal. Oh nein. Alter, bin ich dumm. Ich hab mich gerade einfach safe so gefragt. Wow. Okay. Aber Leute, wenn ihr einen guten Tag habt, dann schreibt so gerne in die Kommentare, oder? Ja. Immer nett sein, ihr. Und die auch auf Spotify, kommt gerne auf YouTube rüber und guckt, könnt euch gerne, während wir hier den Podcast gerade reden, könnt ihr auch gerne auf könnt ihr auch gerne auf YouTube euch das angucken mit dem Gameplay hier, ne? Oh ja. Ah, ich bin tot. Wieso konnte ich gerade nicht schießen? Was ist das hier für Arsch? Wir machen Ult. Ich wurde geheilt, ich bin gestorben durch unseren eigenen Heiler, hä? Nein, das war die Ult. Nee, das Witzige ist, bei mir war nicht mal der Tank, der mir angezeigt wurde. Der hat mich getötet, obwohl er bei mir nicht mehr zu sehen war. Er hält jetzt jemand eine Bombe. Verteidigt Zielpunkt A. Ich glaube, das können wir nicht mehr schaffen, oder? Doch, das schaffen wir. Dafür, dass ich nur einen Kill habe. Ich glaube, gleich wechsle ich mal diesen. Zum nächsten. Ich wechsle gleich mal zum anderen Charakter. Was machst du da? Du kletterst so, ne? Kletterparcours 2022. Okay, ich wechsle mal kurz, ne? Okay, ihr bekommt einen Punkt.
nichts tun. Komm, jetzt könnten wir es schaffen. Noch mal. Jetzt wieder. Das ist ein guter Punkt, wo die aufhört. Ja. Ich fand es aber nur witzig, dass. Okay, wir können jetzt mal auch über was anderes reden, ne? Ja. Aber weißt du, was ich noch dämlicher finde eigentlich dieses Jahr? Habe ich sogar letztes Mal schon wieder diese Nachrichten bekommen, steht da schon wieder so, ja, Corona ist wieder schlimm, ja, ihr müsst wieder Masken tragen, überall. Yay! Ich werde gerade zermalmt. Das ist ja gar nicht gut. Vorsicht, Motorrad, ich höre Motorrad. Ich werde dieses Jahr werde ich richtig reinballern mit Marvel Filmen, ne? Weil die sind machen ja neue Teile. Ich freue mich irgendwie auf die Marvel und die DC Filme, die dieses Jahr rauskommen. Black Adam und Shazam kommt ja nächstes Jahr, war das nicht so? Ah, können wir ja gleich mal nachgucken. Oh mein Gott, ich habe Jens zerstört. Oh, wir können mal gleich nachgucken, ob Shazam kommt, ne? Okay, ich habe mal eine Frage, wie konnte mich gerade die Ult holen, wenn ich oben war? Keine Ahnung, aber ich habe jeden... Oh, ich bin tot. Ich bin auch so richtig... ich bin gerade so richtig uneingespielt. Ich glaube, das bin mir gerade so ein bisschen, ne? Ja. Okay. Mal versuchen, mal auf beides zu konzentrieren, so reden und nebenbei auch ein bisschen zu konzentrieren. Das kann man ja schaffen. Ja. Weil sonst wären wir ja keine wahren Gamer. Ich dachte gerade, Mercy ist so ein scheiß Vogel. Ich bin reingegangen, ich bin reingegangen. Wie kann jemand diese scheiß gottverdammte Heilerin töten? Wenn ihr schon zu nett seid. Ich habe jetzt schon 3 Kills. Ich habe 13. Okay, ich bin noch richtig neu eingespielt. Das bemerkt man gerade bei mir. Ja. Ich habe gerade meine Ult, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja gelernt. Ich habe ja gelernt, keinen hohen Nervenzusammenbruch, ne? Ich hab ne Ult. Ich geh mal hin. Ah, los, 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 los. What the fuck? Ich hab 4 Kills. Ich hab einen gekillt. Sie sind alle tot. Keine Ahnung. Und sorry Leute, wenn wir gerade wieder nicht so viel reden, lasst uns erstmal kurz die Runde beenden, ne? Ja. Wird gleich weiter geredet, aber im Podcast gehört auch ein bisschen Gameplay und so dazu, ne? Ich meine, sonst wäre das ja kein Gameplay. Ey, sie will nicht sterben. Was soll das? Sterb! 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 Ich hab sie noch getötet! Juhu! Gut, jetzt mein Play of the Game, pass auf, das war so Joker. Joker. Du lässt einfach nur an. Okay, seid ihr bereit, Podcast, Leute? Die Stunde hat geschlagen. So krass. Ah, da kam die Ult. Wenn die noch, dann bin ich dabei gleich gestorben, aber das muss man nicht sehen. Hat sie zum Glück erspart, hast du gesehen, ne? Okay, Leute, jetzt können wir wieder weiter reden. Wir machen jetzt noch 2 Runden beim Podcast und dann war's das auch, ne? Okay. So. Erstmal ordentlich hinsetzen. Und was machst du so Halloween? Weiß nicht, also ich überlege so, ob ich so gehen soll oder nicht, aber ich weiß nicht. Mal gucken. Ich glaube wahrscheinlich werde ich. Du denn gehen? Ja, nee. Ich werde mal wieder in meinem Haus verbringen. Bisschen Halloween Special auf Twitch verbringen. Ein paar Horrorspiele spielen, das wird doch witzig. Kann man sehen, wie ich einen halben Herzinfarkt kriege.
Direkt so vor laufender Kamera, sie sind tot. Aber ich finde es nur witzig, dass auch gefühlt mehr Leute erst ab Halloween, also so in der Woche, wo Halloween ist, nur Horrorspiele spielen, ne? Oder einfach sich schon mal vorbereiten. Und was mache ich? Ich sitze einfach zu Hause und chill in der Runde. Aber ich glaube, das macht man auch zu, mache ich auch irgendwie zu Silvester. Das Feuerwerk gucke ich mir an, aber dieses Rummelpottgelaufe, das tue ich mir nicht mehr an. Aber ich finde irgendwie in Silvester das nervt immer noch, dass man ein paar Mal immer dieses Feuerwerk. Aber nicht immer, aber es ist manchmal sehr nervig, wenn man schlechte Laune hat, ne? Ja. Boah, ich kriege immer so Kopfschmerzen, wenn immer Feuerwerk zu Ende ist. Und dann wach ich kaum, schläft mal so eine Runde, wacht man wieder auf am 1. Januar, alle so frohes neues Jahr. Dann fängt alles wieder von vorne an. Juhu! Eine Sache, die ich schade finde beim Silvester, ist mit halt Feuerwerk war immer so nice und geil. Oh mein Gott, neues Video von Toilet God XD. Und aber irgendwie mit Feuerwerk, das wurde so richtig eingestellt. Das wird so kaum noch gemacht. Finde ich echt schade. Und nur Video. So ein paar Raketen. Jo Leute, ihr könnt euch auch gerne nach dem Podcast das neue Video von Toilet God XD angucken, ne? Pikmin. Oh shit. Er ist wieder da. Oh. Nachdem wir ihn so lange genervt haben. Tut mir leid, das muss wirklich sein. Ey, wir haben ihn alle gefühlt genervt. Vor allem ich in den letzten Jahren. Ich habe ihn in den letzten Wochen so oft genervt, dass er ein Video drehen soll und wieder hochladen soll. Vor allem ich habe mit Toilet God XD vor 11 Monaten auf... Ich glaube, das war auf meinem Kanal oder auf seinem... Ja, auf meinem. Waren vor 11 Monaten habe ich mit ihm ein Video aufgenommen. Bis zu dieser Twitch-Premiere von Overwatch, ne? Oha. Bei ihm war das vor 7 Monaten. Ihr müsst euch unbedingt diese legendären Videos von Toilet God XC und mir angucken. Die waren so komisch und feigen wie dumm, ne? Ja. Aber irgendwie sind die berühmtesten Videos von mir und Kavum. Also wenn wir immer zusammenarbeiten in Videos, ne? Ja. Ich glaube, das war auch ein paar, so gab es auch ein paar beste Momente von uns beiden, wo wir immer irgendwie gut Teamwork geleistet haben, ne? Das ja. Das war echt so eine Zeit. Boah, aber weißt du noch, wo wir auf einmal richtig Pro-Gamer wurden? Wir haben alle platt gemacht. Aber das war wirklich irgendwie so eine krasse Zeit, wo wir beide zu Pro-Gamer kurz wurden, ne? Ich glaube, das war der eine Tag, wo wir richtig, richtig am Aimen waren. War das nicht das? Solltest du doch den Weg oh mein Gott. Menschliche Grenzen zu überschreiten. Ah, ich sehe nur einen Nerv, ja, also das ist Pro-Gamer. Weißt du noch, wo sie einen Stream gemacht und dann so, der eine wollte halt gern so mitmachen. Der so mitgemacht hat gesagt, ja, ihr seid so richtig scheiße. Ja, das Witzige ist, er hat uns ja einmal beleidigt, weil dass wir scheiße sind. Was haben wir denn vor ihm gemacht? Wir haben vor ihm einfach fast 100 Kills gemacht. Ja. Aber man überlegt, wir waren da so gut, wir sind fast gefühlt nur einmal pro 15 Kills gestorben, instant dann wieder, ne? Ja. Ich werde safe, das wird auch hier wieder so sein, dass wir hier erstmal hier wieder erstmal reinkommen müssen, ne? Ja, das ja, ja, man muss reinkommen und dann wird man erst, glaube ich, so ab. Man wird ja nicht sofort Pro-Gamer oder der Beste in Overwatch. Das war ja auch so, als ich begonnen habe mit Fortnite Let's Play, falls du dich erinnerst. 134 Videos, was habe ich mit meinem. Was dachte ich, als ich mit meinem Leben das angefangen habe? Was habe ich damit gedacht? Aber das war wortwörtlich der Beginn, als Toilet God XD gesagt hat, mach mal ein Fortnite-Video. Ja. Habe ich ja gemacht. Ich habe es durchgezogen, ne? Es heißt ja immer Augen zu und durch, ne? Augen zu und durch. Und wieso heilt mich so die Heilerin, obwohl ich noch genug heil? Hä? Ich habe genug Leben. Oh, pass auf. Hier kommt Sound. Hier kommt der Soundboard. Oh, jemand ist bei mir Falle. Freitag der 13. Bärenfalle. Lass mal weiter rein. Lass go.
Nein, ich bin. Oh, Mercy. Let's go, Mercy. Der ist einfach, hat sich gerade um selbst umgebracht. Er ist gegen die Wand gesprungen, ist gestorben. Muss ich das verstehen? Aber weißt du, was ich das Witzige fand? Ich glaube, das war auch in Brawlhalla so. Da waren wir am Anfang sehr schlechte Spieler in Brawlhalla, ne? Ja. Wer ist besser geworden? Du. Ich nicht. Naja, es gab aber auch ein paar Momente in Brawlhalla, wo ich auch ein paar Mal sehr gut mich angestrengt habe, ne? Ja. Jetzt nicht immer, aber ich konnte mich ein paar Mal anstrengen. Wir reden gerade einfach über die alte Zeit im Podcast irgendwie, ne? Ja. Mein Account ist jetzt 2020 wurde er erschaffen, ne? Ja. Mein Account ist 3 Jahre alt. Corona. Der ist 3 Jahre alt. Corona hat alles angefangen. Ja, gefühlt dieser. Alles langweilig. Aber mein YouTube-Account ist 3 Jahre alt geworden. Ein Gegner hat verlassen. Ich habe 5 Kills. Jetzt machen wir alle so wenig Kills. Voll, guck dir mal die Gegner-Kills an. 0, 1, 0, 0, 0. Oh Gott, wir haben einen Kill. Was ist die Scheiße? Oh, die tun mir jetzt schon leid. Kann das gerne so bleiben. Wir sind alle. Ey, wir sind alle. Wieso sind wir alle so wenig gestorben? Die Gegner sterben so viel. Die gefühlt, die gehen ja auch nicht mal irgendwie auf die Mitte, ne? Ja. Ich habe auch vor, hier Ori, das Spiel Ori zu spielen. Kennst du das? Ori und der Wild oder wie das hieß? Nein, nicht wirklich. Das war ja Ori of the Wild oder so. Das ist ja ein komisches Spiel. Ist wie Mario. Das heißt, du springst um Waterfall. Du springst rum und versuchst einfach die Welt zu retten, weißt du? Ja. Und bevor das Video gleich weitergeht, schreib mir mal mehr Souls-Spiele in die Kommentare. Weil ich will nach der Souls-Pause wieder mit Souls-Likes anfangen. Souls-Likes. Ich bin so ein richtiger Souls-Fan. Weil ich bin jetzt nicht so einer. Ich habe ihn in seine Falle gelockt. Let's go, danke, Bro. Alter, das war gerade der dämlichste Moment von einem, ne? Oh, die ist gerade volle Kanne in mir reingelaufen. Den Fisch. Zerstören hier. Nein! Oh, Alter, wir sind gerade richtig am Sweatner hier, ne? Mal gucken, ob das die längste Podcast-Folge wird, die es gab, ne? Ja, mal gucken. Vielleicht wird es sogar eine. Ich glaube, nach den letzten 2 Runden gehen wir kurz nochmal in den Trainingslager und plaudern dann noch ein bisschen, was ich noch so machen werde oder so, ne? Ja. Und falls man fragt, ja, als ich mit YouTube angefangen habe, das war ja die Zeit mit dem Lockdown, das war echt langweilig. Ab diesem Tag war das. Ab dem Lockdown war das so scheiße nervig. Du musstest so fremden, so komische Apps öffnen, du musstest Postvolta eingeben und so. Ich glaube, das mussten selbst die Leute in der Berufsschule machen, ne? Ich fühle irgendwie die in der Berufsschule am meisten. Hab ihn. Ja. Wir machen gerade die richtigen Teamkills. Oh. Das, ich habe gerade einen Ratschlag gemacht. Okay. Lass mal einen Ratschlag. Sollen wir mal gleich wieder weitermachen mit dem Overwatch Let's Play, dieses kleine? Danach? Haut mich so oft ihr wollt um. Ich stehe immer wieder auf. Ich bin auch nur gerade 3-mal umgekippt. Nee, ich bin einmal umgekippt. Wow, wir sind alle einmal umgekippt, außer die anderen beiden. Aber ich glaube, die beiden haben gar nichts. Umgekickt. Gestorben. Umgekickt. Wer teilt? Let's go. Wahrscheinlich, aber ob das mit dem Roboter auch noch bei dir gezählt? Wurde bei dir gezählt, ne? Als ich ihn in die Bärenfalle gelaufen und lockt habe. Da war ich einfach hinter den Gegnern, hab ihn so einzeln so weggenommen. Ja, gut. Weg mit euch, ne, weg mit dir aus Paladins. Weg mit dir. Paladins, ey.
Ich glaube, das war mal in einem Twitch-Stream, wo wir beide das ja gesagt haben, ne? Ah nein, das war ja das letzte Paladins-Video! Paladins Revelation oder so. Ja, das war, glaube ich, das letzte Paladins-Video. Ich weiß nicht mehr, wo du gesagt hast, so, wo wir die immer... Nee, das war, glaube ich, Twitch. Ja, das war Twitch. Da haben wir doch den Typ mit dieser Revolver gespielt und die Gegner mal hochgehoben und weggeworfen. Und gesagt, so, weg mit dir. Weg mit. Ich hatte das war eins der besten Maps. Ich muss echt mal irgendwann mal wieder Paladins Test unbedingt mal spielen. Einfach nur wegen dem Moment. Das war wirklich ein funny Moment, ne? Bockt der morgen Paladins oder so? Keine Ahnung. Mal wieder spielen seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Ich glaube 2021. Nee, dieses Jahr, ich glaube. Wenn ich jetzt schätze, ich glaube, wir haben zuletzt Paladins am 11. April gespielt. Wow, das ist aber ganz schön eine Weile her. Was geht hier in der Gartikartoffel-Server ab? Mister S spammt hier richtig mit den Videos von Toller Gott XD hier. Toller Gott XD macht Comeback, ich sag dir jetzt schon. Oh. Wow. Ist mir jetzt egal, ob er Videos wieder hochlädt oder so. Er hat mich auch gefragt, ob er Videos hochlädt, ne? Mhm. Ich habe ja einfach auch mal ja gesagt, weil es läuft schon, wenn man jemanden abonniert und der so für, keine Ahnung, wie lange war das jetzt her? Fast ein Jahr, ne? Ja, das ist schon ordentlich. Ja, aber wenn man so lange keine Videos hochlädt, dann irgendwann deabonniert man ihn, ne? Ja. Und das möchte man ja halt nicht, deswegen... musste man nicht so lange jeden nerven. Tag 3. Also ich mache das mit den jeden Tag 3 Videos nur, weil ja nichts anderes zu tun hast. Ja, oder wahrscheinlich versuche ich aber mal die Langeweile von anderen Leuten zu zerstören, damit die wenigstens besser bisschen bessere Laune haben, oder? Jo. Das ist meine Strategie. So hole ich mir die Abonnenten Spaß. Ich versuche einfach mal so nett zu sein, wie ich bin. Also so nett zu sein, wie ich bin. Von früher versuche ich es jetzt mal. Ich versuche nett zu sein. Aber hast du diese ganz früheren Videos, hat ja mir mal Toll der Gott XC gesagt, in diesem Privat-VC, ne? Hat er mir zu mir gesagt, diese Videos, die ich ja gedreht habe da, ne? Auf meinem Handy, die waren so, da hatte ich noch so gute Laune, ein Video zu drehen, ne? Ja, und jetzt bemerkt man, wie sehr ich sinke mit dieser Laune. Ich versinke immer mehr in diese Scheißlaune. Nerv, aber hat mir eigentlich gut getan, diese kurze Pause von YouTube bei... Ich glaube, da habe ich ein Warzone dieses Video gemacht, wo ich Pause mache. Das hat mir eigentlich gut getan irgendwie, ne? Ja. Ich meine, als ich ja wieder angefangen habe, ich glaube, da hatten wir beide direkt ein Video gedreht. Hatte ich da einen Nervenzusammenbruch? Ich glaube nicht, ne? Weiß nicht. Ah ja, das war das Handicap! Das war das Handicap! Weißt du, oh Gott! Euer Handicap. Ey, da haben wir mehr gelacht als geflucht, ne? Das war so ein Erlebnis, Handicap. Aber das war auch ein spaßiges Erlebnis irgendwie. Boah. Okay, Leute, ihr werdet jetzt ein Comeback von uns beiden sehen. Ein schnelles Comeback und dann würde ich sagen, gehen wir kurz nochmal in das Trainingslager und dann teasern wir mal ein paar Sachen an. Und danach kommt das kleine, geht's weiter mit Overwatch Let's Play, ne? Bleibt zusammen. Nur so kann ich euch heilen. Ich muss ja jetzt hier Angriff Schaden spielen, dann, ne? Ich bin ja mit den Tanks erstmal fertig. Ich habe ja noch nicht den Hamster. Das hier ist kein Kindergarten. Kinder stecken voller Überraschungen. Dann enttäusch mich nicht. Digga, was ist mit dem Soldat los? Wow. Wir haben eine Moira. Wir haben eine Moira, die rechts wartet. Mein Herz ist 3. Ich mach direkt hier Heilung. Ich mach hier direkt Heilung, ne? 3, 2, 1. Raus. Ja.
Der spielt diesen Ronin-Typen. Ey, die teleportet. Ich hab sie. Oh. Das war jetzt aber nicht so geil. Was? Wurde gerade weggehauen. Weggetreten. Das ist aber nicht nett. Ja, das war böse, böse, böse. Okay, ich komm rüber, wenn ich meinen Anteil haben will. Ah, hi, wie geht's? Ja, die Gegner sind gerade nicht sehr übel. Die Gegner spielen jetzt nicht sehr übel gerade, ne? Ja, geht. Das sind nicht die besten. Hallo? Nein, hör auf! Zur gleichen Zeit umgekippt! Und du lebst noch. Ey, das ist gerade geil. Hi, Fahrzeug! Das erste Video dieses Jahr war ja auch mit dir, ne? Walking Deep, weißt du noch den Einstieg, wo wir auch noch den Einstieg zu vom neuen Jahr gefeiert haben, ne? Haben wir auch gemeinsam gemacht. Gefühlt meine Hälfte meines Accounts habe ich nur mit dir gemacht, ne? War das nicht so? Ich glaube Tatsache, das war ja so. Aber irgendwie sind wir auf YouTube so beliebt, wir beide, ne? Beliebt, 22 Abonnenten. Ja, aber ich meine mit den Aufrufen so ein bisschen. Also beliebter als Mr. L auf meinem Account zu sehen ist, ne? Du meinst es ja, wir haben ja viel mehr Videos gemacht. Hä? Ich hab grad nachgeladen, ich konnte sehr viel unendlich grad schießen und dann ladet der wieder nach. Hä? Ja, was beschützt mich? Ich komme hier nicht mal raus. Benner. Was für Team Valhalla? So, wann sind wir in Valhalla? So, wann spielen wir Assassin's Creed Valhalla? Nein. Ich möchte kein Trauma haben. Oh mein Gott, ich hab Bock. Oh. Ich habe gerade ein bisschen versucht, mit meiner Ult reinzugehen. Das war keine gute Idee, ne? Ey, das campen zwei andere noch, ne? Danach gehen wir ja in den Trainingsteil und dann was mit dem Podcast, weil wir dann noch ein bisschen anderes Sachen machen, ne? Ja. Und zwar, wer weiß, vielleicht reden wir auch noch über die neuen Gameplays von uns beiden, oder? Jo. Wenn wir irgendwann mal welche Video machen. Also Overwatch ist ja kleines Spaß-Let's Play soll ja sein, ne? Jo. Finn. Oh Godzilla, ich wusste nicht mal, dass wir Godzilla besiegt haben. Hm. Oh, den könnte ich sogar irgendwie ein bisschen klauen, doch. Ja, was hat ich hab eigentlich einfach die ganze Zeit so schießen. Was da passiert? Wow, die habe ich. Ich bin die ganze Zeit hinter ihn hergelaufen. Den habe ich. Wow, da war ich ja sogar besser. Okay, wir wollten ja jetzt aufhören, ne? Jo, und jetzt noch ein paar Sachen teasern, die in der Zukunft kommen. Oh, 2023. Okay, wir haben erstmal Trainingsbereich. Hättest du Bock, eventuell irgendwann mal ein Simulator mitzumachen? Natürlich. So einen richtig billigen Simulator, den wir beide spielen können? Natürlich, da bin ich immer dabei. Ja. Weil. Und ich habe vor, bald wieder ein Handicap-Video ein kleines Handicap-Teil mit wieder zu machen. Hast du da auch wieder Bock? Nein. Die Trauma sind immer noch da. Diese Trauma sind auch so da. Kein Bock auf Handicap. Ey, das war wahrscheinlich das Schlimmste, was wir machen konnten, ne?
Affe. Affenpower. Das nenne ich Gorilla-Taktik. Nach der Overwatch-Play, nach dem Overwatch-Teil machen, konzentrieren wir uns, glaube ich, mal auch wieder über Dings, ne? Grüße in 0, nichts. Passt hier auf. Hallo. Oh, hallo. Vielen Dank. Ich grüße. Interessant. Sammeln wir uns. Gegner, Zeit zu kämpfen. Mein Ultimate lädt auf. Interessant. Bestätigt, Barriere ist um. Vielen Dank. Redest du noch? Ja? Digga, du bist die ganze Zeit. Ja, ich muss gerade kurz checken, was hier gerade abgegangen ist. Aber was können. Ich finde, also ganz ehrlich, die Podcast würde ich echt sagen, sind das würde ich jetzt den Podcast hier machen, einen Punktzahl von 5 bis 20, 0 von 20 geben, würde ich so eine solide 17 von 20 geben, irgendwie, du auch? Ja. Bisschen witzig, bisschen konzentrieren wir uns auch nicht auf das auf den Podcast, aber. Ey, komm, wir sind beide Gamer. Wir können ja nicht nebenbei hier Podcast machen, aber vielleicht nächstes Jahr kommt erstmal kein Podcast, weil er wird sich mehr konzentriert auf neue Games, ne? Ja. Ich glaube, denn 2024 können wir dann wieder Podcast machen oder so, ne? Ja. So. Ich würde echt sagen, das ist wahrscheinlich auch der krasseste. Also angesagt würde ich nicht sagen, diese Podcasts, aber ich finde die einfach nur krass, diese Podcast-Videos von uns. Finde ich einfach nur witzig gemacht von uns beiden, ne? Ja. Bisschen dämlich, bisschen klug, bisschen komisches Gelaber. Hatten wir, glaube ich, schon in der ersten Folge. Da haben wir irgendwie alles kaputt geredet. Irgendwie, ne? haben wir die ganze Zeit gefühlt, wir haben uns einfach die ganze Zeit unterbrochen, ne? Ja. Warte mal, ich hol mal kurz jemand. Bob. Bob! Vierfach Kill. Achso, und nächstes Mal, also ich will jetzt noch drei Sachen teasern. Wir werden wahrscheinlich mit Karoma einen Simulator mal zu zweit spielen. Komplett durch. Es gibt auch ein paar Simulator, die kann man zu zweit durchspielen, ne? Ja. Und dann hätte ich noch Bock auf ein kleines, aber auch witziges Gameplay auch mal wieder. So zum Beispiel. Keine Ahnung. Overwatch ist jetzt ein Team-Deathmatch-Spiel, was ich so eine mittelmäßige Punktzahl geben würde, weil, ja, paar mal geil, paar mal es gibt ein paar mal gute Eindrücke vom Spiel, paar mal auch scheiße, ne? Ja. Also die Bugs gehören zum Spiel irgendwie scheiße. Ich find's auch scheiße, dass sie diesen Roboter rausgenommen haben. Ja, für wie lange? So ein riesen Bug war, dass man mit der Ult und endlich konnte und einfach das ganze Team auslöschen konnte. Die brauchen so lange, um diesen einen Bug zu fixen. Also. Ja, und ich werde nächstes Jahr, glaube ich, ein bisschen mehr auf Online-Spiele gehen, weil ich muss echt sagen, dieses Jahr habe ich so wenig Online-Spiele gespielt, oder? Ja. Also ich meine ja, man muss online und auch ein bisschen Let's Play mit draufhauen, ne? Dieses Jahr habe ich, glaube ich, Need for Speed online gespielt. Das wird jetzt so Teil Online-Gameplay, ne? The Forest war auch online, da war ja Rocket League noch mal kurz wieder da, ne? Fortnite war ja auch kurz wieder da, Overwatch ist auch noch da.
Also, oh, sorry, ah. Aber ich find's aber nur krass, dass man ein Spiel so kaputt machen kann manchmal. Und ich hab Bock mal wieder auf drei schäbige Spiele zu spielen, die der Play Store hat noch, ne? Ja. Bist du mal dabei, dass du mal mit mir, also ich mach da auf Discord so ein Live an, dass du mal so ein kleiner Gast bist in so drei in diesen drei schäbigen Spielen? Hast du mal Bock drauf? Natürlich, hab ich ja schon gesagt. Weil ich mach morgen, ich lass mal nachher wieder drei schäbige Spiele installieren, dann kannst du ja mitmachen morgen, als Reactor, ne? Ja. Wir beide reacten dann dieses dämliche Spiel, diese dämlichen drei Spiele. Das ist so scheiße, diese Wand. Scheiße. Außer sein Kokon. Und ja, sonst Leute, das war's mit dem Podcast. Willst du den heute beenden oder so? Oder komm, du hast wieder die Ehre. Okay. Das war der Podcast. Wann ist der nächste Podcast? Ich würde dann so sagen, in den Winterferien nach Weihnachten, so am 26.12. würde so passen, ne? Okay. Der nächste Podcast wird nach Weihnachten sein. Schaltet da ruhig ein und wie immer abonnieren, Glocke aktivieren, einen Like da lassen und in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Spiel Overwatch 2 findet. Und wie ihr unseren Podcast findet. Natürlich. Nicht vergessen, ne? Und jetzt, tschüss.